Ich habe im Prinzip designt ein Hockerfahrzeug für Kindergärten. Ich habe eigentlich ein System designt, Schuh und Pedal. Und es geht darum, Kindern zu helfen, die korrekte Fußposition auf dem Pedal zu finden. Bei mir ist es ein Verpackungsdesign geworden. Das heißt, die Verpackung ist ein Bastelbogen für die Kids, bei dem sie ihr Fahrrad zu einem Monsterbegleiter verwandeln können und aber auch zu einem abenteuerlichen Gefährt. Die FAU Ioneum ist an uns herangetreten mit dem Interesse, mit WUM eine Kooperation zu machen, Kooperation für ein Semesterprojekt, was hier Teil von dem Lehrauftrag ist und was hier sozusagen in jedem Semester passiert. Wir haben die Möglichkeit, den Studenten, die sowohl von der Transportation Design Richtung kommen, als auch aus der Eco Innovation Richtung, eine grobe Thematik vorzugeben als Rahmen. Hier in Graz findet heute die finale Endpräsentation statt. Ich bin, wie ihr alle wisst, der Christian, Gründer von WUM, einer der beiden Gründer von WUM. Ich bin selber Industriedesigner und ich bin wahnsinnig gespannt schon auf das, was ich heute sehen werde. Ich kann mich erinnern, wie wir mit dem WUM-Thema gekommen sind, war so die erste Idee, viele Studierenden, hey, machen wir doch ein WUM-Bike für Erwachsene. Ja? Und dort war aber die Grenze, dass wir gesagt haben, nein, wir machen kein WUM-Bike für Erwachsene, sondern WUM ist tatsächlich dieses Kinderfahrrad. Da geht es jetzt weniger darum, okay, das ist jetzt ein Produkt, das wir dann in den nächsten Jahren entwickeln und umsetzen, sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass wir darin bestärkt worden sind, Projekte zu finden, an denen wir Interesse haben, die gut für unser Portfolio sind, an denen wir gut unsere Skills üben können. Wir gehen nicht auf eine Uni, um ein konkretes Produkt gestalten zu lassen, sondern für uns ist es eine tolle Inspiration und auf der anderen Seite macht es auch wirklich Spaß, Sinn und fühlt sich einfach super an, auch was geben zu können und das Gelernte weitergeben zu können. Man muss das Kindesalter auch noch ein bisschen hinunterdrehen. Die Kinder sind früher so weit oder früher dann nicht mehr interessiert an so Themen. Für Unternehmen ist es ganz wichtig, auch zu reflektieren, über die Zukunft zu reflektieren, mit einer Generation, die noch ihre ganze Zukunft vor sich hat. Es geht darum, wie Mobilität für diese Generation in der Zukunft überhaupt ausschauen kann. Diese Generation denkt anders. Die Statussymbole dieser Generation ist nicht mehr das Haben, sondern das Erleben. Das Dinge zu teilen, zu zeigen, zu reisen, Sport zu machen, das ist eine ganz andere Lebenseinstellung eigentlich. Sie suchen nach der Selbstbestimmung, der Individualität, nach dem Sinn oder sinnstiftender Arbeit. Und mit jedem zusammenzuarbeiten, heißt auch, Gamechanger zu erkennen für die Zukunft. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch alles hinzufügen soll, aber ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich begeistert von dem, was da rausgekommen ist.